Frenkel frotzelt. Heute. Let's play. Goat Simulator. Tag in Hasenbären, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Goat Simulator. Und zwar ist jetzt der Patch da und damit gibt's eine neue Stadt. Und ich dachte mir, ja, man kann das als Splitscreen irgendwie spielen. Oder dachte ich mir, lade ich mir meine echte Ziege ein und zwar meine Frau Mone. Sag hallo, Mone. Aua. Ich habe gerade mir schon wieder eingefangen. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, wie das läuft. Das ist ja die alte Map hier im Hintergrund und das geht wahrscheinlich über Custom Game. Und jetzt müssen wir Goat City Bay einstellen. Und dann musst du mal die Starttaste drücken, damit dein Dingensbummens da aktiv wird. Ja! Tag, ihr Holzköpfe! Genau, Dämone spielt nämlich mit Gamepad hier, ne? Und ich spiele mit Tastatur und dann schauen wir mal, was wir jetzt überhaupt machen müssen. Ich habe keine Ahnung, ob gegeneinander, miteinander, untereinander, übereinander. Kein Plan! Ja, und ich noch viel weniger, ne? Auf jeden Fall ist das die neue Stadt und mal schauen. Haben wir da jetzt dann Aufträge auch, so wie bei dem anderen? Oh! Ja, da müssen wir jetzt mal schauen. Ach, also, so nah will ich gar nicht an der blöden Ziege sein. Ah! Also ich kann scrollen mit der Maus. Ja, jetzt warte mal. Ich muss hier weiß nicht, ob du das auch kannst. Ich schaue jetzt mal erstmal, wo du bist. Ich versuche mal, dass wir dich finden erst einmal, ne? Ich bin hier in irgendeiner Eisdiele. Oh, da hinten ist ein Vergnügungspark. Ja, jetzt warte mal. Oh Gott, jetzt wäre ich fast überfahren worden. Ich bin jetzt... das sind so viele Autos hier. Eine Brücke? Ne, warte mal, ich komme jetzt gerade runter. Ich war ganz oben. Du warst ganz oben und kommst jetzt runter. Warum stecke ich da jetzt fest? Ich weiß ja nicht, wo du bist. Schau halt mal auf meinem Bildschirm, da ist so eine blaue Rampe. Blaue Rampe, blaue Rampe, blaue Rampe. Wahrscheinlich blaue Rampe. Bist du am anderen Hoppla. Arsch der Welt. Blaue Rampe, keine Schlampe. Oh, ich habe gerade jemanden runtergeschmissen. Das hat schon Punkte gegeben, 45. Darf also, ich auch jemanden wehtun? Aua, man kann lauter... Ja, man kann lauter Blödsinn machen, ne? So im Grunde erst einmal. Und es gibt dann Punkte. Ich würde dich aber trotzdem ganz gerne finden. Bam! Ja. Komm, steh auf! Vielleicht hast du Ragdoll ausgeschaltet. Das heißt also, der Körper ist ausgeschaltet. Kannst du zoomen jetzt oder nicht? Ranzoomen, rauszoomen? Ja, das ist wurscht, das passt schon so. Ich hab mal wieder die falsche... Wir treffen uns... Pass auf, wir machen das folgendermaßen. Oh Mann, da will sich einer in den Tod stürzen. Ich helfe ihm, okay? Ja, helfe ihm beim Runterstürzen. Ja, jetzt muss die blöde Ziege erstmal aufstehen. Ich wollte jetzt gerade vorschlagen, wir treffen uns am Riesenrad. Jetzt sehe ich aber nicht mehr das Riesenrad. Wo ist denn das? Hast du gesehen? Nee, hast du nicht gesehen. Komm, wir treffen uns am Riesenrad. Das finde ich. Das ist groß genug, das finde sogar ich. Okay, dann renne ich. Warum rutscht denn mein scheiß Ziege so bescheuert? Kann die schwimmen? Ich weiß nicht. Ich probiere es einfach mal. Juhu! Okay. Ja, sie springt. Sie kann irgendwie schwimmen, springen. Wir treffen uns jetzt erstmal beim Riesenrad. Komm. Ja, ich bin schon da. Scheiße. Dann kann ich dir mal... Guck mal. Siehst du das? Schön, ja. Da kannst du rausklettern. Ja, ich kann gerade gar nichts. Du musst halt raushüpfen. Ja, das macht's aber nicht, blöde Ziege. Also ich warte jetzt mal auf dich. Komm. Weil ich kann dann nämlich dir ein paar Sachen zeigen. Juhu! Jetzt, also, wenn das jetzt nicht mal ultra cool war... Wo bist du denn? Die werden immer wieder lebendig. Ja, ist doch scheiße. Huch! Okay, das ist ja hier wie... Weißt du schon, ne? Unser super... Ja, wo bist du denn jetzt? Ja, am Riesenrad, Holzkopf. Ja, aber wo bist du denn? Ich sehe dich nicht. Sind wir in zwei verschiedenen Welten? Da! Oder wie? Parallelwelt oder was? Ey! Komm her! Ja, toll, du triffst ja nicht einmal mich. Du triffst ja diesen... Ah, ich hab's am Hals. Schau mal hin. Komm her. Das ist so fies. Du bist schon voll der Profi. Also ich will jetzt mal was zeigen. Pass auf. Man kann L, also man kann lecken. Also mit E bei mir. Ich weiß nicht, wo die Taste bei mir ist. Hallo. Ja, ich häng mit meiner Zunge gerade irgendwo. Genau, da hast du jetzt das Riesenrad geleckt. Ey, das gibt 400 Punkte. Tja. Oh, ich hab bestimmt... man muss gegeneinander spielen. Du führst. Ja. So läuft das jetzt aber nicht hier. Ich muss da mal mitmachen. Ich werde mich jetzt auch anhängen hier. Kann die mal aufhören, faul rumzuliegen? Das ist ja echt ganz schön. Komm, ich leck dich. Ja, warum kann ich denn nicht mit der Zunge da? Warum? Das kann wahrscheinlich nur ich. Das ist doch doof, ey. So, jetzt bin ich im Riesenrad drin. Komm, ich steig mal mit ein. Die Achterbahn ist wahrscheinlich spannender, ne? Du bist aber schon vorbei jetzt, ne? Ja, ich frage mich bloß, warum ich hier nicht... Lick Missing Name? Was ist das für eine Scheiße? Du hast doch das Riesenrad geleckt. Und dann hast du doch total viel Punkte gekriegt.
Tja, siehst du mal, aber wahrscheinlich, weil man es nur einmal machen kann. Das ist doch schwachsinnig, oder? Jawohl. Das ganze Spiel ist schwachsinnig. Mein Kopf ah, jetzt! Raus. Oh nee, ach komm, ach scheiße, jetzt bin ich runtergefallen. Guck mal. Ich höre übrigens... Hoppla! Ich höre übrigens nichts, ne? Für die Leute, wenn da irgendwie was komisch ist und keine Ahnung. Hey, da war ich jetzt! Okay, jetzt habe ich doch... Oh, das ist Flappy Goat wieder, oder was? Nee. Kann man das spielen hier? Jetzt verpiss dich mal da, du blöder Depp hier! Das ist mein Platz! Boah. Also man kann ja manchmal... Das ist Flappy Goat, aber das kann man hier nicht spielen, offensichtlich. Nein! Ach, scheiße! Jetzt, was habe ich jetzt einen Geheimgang gefunden? Ich sehe schon, das muss man dann wirklich irgendwie gegeneinander spielen oder so. Ich werde jetzt mal versuchen, die Achterbahn zu fahren. Wo ist denn die? Ja, warte, ich will mitkommen. Das ist ja noch buggier als das andere. Schaut doch mal diesen Hüpfkopf da an, da, diesen Deppen da, der da rumhüpft. Das ist ja... Was ist da? Ich mal raus. Oh, das ist eine Hüpfburg. Geil. Ich bin irgendwo... Man kann auch irgendwie Wände hochlaufen jetzt. Haha! Ich will gar keine Wand hochlaufen, ich möchte einfach nur genau. So, machen wir hier mal schön. Ich habe irgendwie alles vergessen. Komm, steh auf. Also ich habe die Hüpfburg und da kann man hüpfen, ne? Das ist ja schon mal klar. Aber ich weiß nicht mal, wie man sich dreht, ehrlich gesagt. Ich habe es alles vergessen. So wurscht. Ich glaube, ich bin auch bei der Hüpfburg. Wollte ich jetzt rein? Ach, Kacke. Nee, da ist ein Bulle. Ah, Bullriding. Cool. Kann ich das spielen? Theoretisch geht alles, glaube ich, hier. Aber ich frage mich bloß gerade, wie kann ich denn in der Achterbahn einsteigen? Ja, nö. Scheiß Jahrmarkt. Bullrider. Also das Schlimme ist erstmal, man muss erstmal rausfinden, was man überhaupt machen kann. Wo fängt denn die Achterbahn an? Wo hört es überhaupt auf? Jetzt lass uns mal gemeinsam hier das Ding da erkunden. Komm. Was machst denn du? Komm, steh auf. Ich weiß auch nicht, die liegt da dauernd rum hier irgendwie. Ja, dann komm halt mal mit. Hopp. Wo denn? Na hier. Bin da. Siehst du? Die da? Ja, die Ziege da, ne? Die andere blöde halt. Ach so, die dich nicht gehauen hat. Alles klar. Ja. Ja, so. Der Bildschirm ist aber auch ein bisschen klein hier. Jetzt halt mal einen größeren Monitor gekauft, ne? So, ja, was willst du denn jetzt machen? Ich würde gerne Achterbahn fahren. Ja, dann geh du mal voran und ich geh dir hinterher. Ich weiß doch gar nicht, wo man da einsteigt. Bam. Geht bestimmt irgendwo. Du weißt genau, ich habe einen Orientierungssinn von dem Nusshörnchen. Ja, jetzt komm mal. Ah! Komm mal hoch. Da ist der Eingang. Ach, das ist ein Freefall Tower oder was? Nee. Du bist auch ein Freefall Tower. Da geht's hoch. Ja, 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 da steigen wir jetzt gleich ein. Ja. Wo denn, wie denn? Ja, das kommt bestimmt gleich runter. Das fährt jetzt da oben. Ja. Alles klar. Komm runter, du Sau! Echt, ey, wir wollen fahren! Achterbahn! Ey, sonst ist ja Achterbahn, Alter, ey, ich sag's dir. So, da. Jetzt. Wo geht's denn rein? Scheiße, ich hab's. Da Seite? Ah, da geht die Tür auf. Schnell rein. Ah! Los, ah! Komm! Ah! Komm rein! Ja, ist ja gut. Hör auf! So, und jetzt? Jetzt fahren wir hoch. Oder auch nicht. Das steht irgendwie auf halbem Weg. Ich weiß nicht. Doch. Vielleicht. Ich will aber jetzt nicht rausfallen. Vielleicht kann immer nur... Nee, du fährst gerade runter. Vielleicht kann man... Ach so, warte mal. Vielleicht kann man immer nur eine mit einer Ziege? Nein. Ich sehe gar nichts, ey. Das ist total kacke, ey. Mach mal mit den Pfeiltasten irgendwas. Da kann man doch bestimmt hoch. Nein, das geht mir dann mit dem Lecken. Hilfe! Das geht mit dem Lecken. Okay. Okay, ich bin irgendwie in der Decke. Ich stecke in der Decke fest. Ich komme jetzt aber nach oben. Ich hab den Wagen. Wo ist er? Halt, ich bleib hier, du scheiß Wagen. Kacke. Los, raus. Ja, ich versuch's ja. Oh, kacke, er ist weg. Ja, jetzt warte halt, der kommt schon wieder. Jetzt kommt der Aufzug wieder runter. Jetzt wartet er auf mich da oben. Oh, das ist eine, ah, das ist eine Statue. Und die sind gut. Mann, jetzt mach keinen Scheiß. Das sind Extras. Boni. Ja, 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 ja. Da ist der Wagen. Haha. Ich muss jetzt mal gleich umdrehen. Nicht mal was sehen. Dead and dirt. Also ich bin jetzt in einem Wagen. Ich fahre jetzt Achterbahn. Jetzt warte halt mal, bis ich auch da bin. Ich steig doch nicht wieder aus jetzt. Ich bin doch jetzt extra, extra rein. Ah, jetzt ist gut. Ich bin tot. Oh!
Oh, so. Das ist ja mit Looping. Geil. Ah! Juhu! Ah! Ich bin auch oben. Ich steige jetzt ein. Los, komm her. Ja, ich bin rausgefallen, leider. Müssen wir mal schauen. Du musst halt mal festhalten, ne? Du meinst, er kann schwimmen? Ich will zurück. Nach Helgoland? Nein. Zurück zur Achterbahn. Zurück nach Helgoland. Das ja. Ich wollte mich wieder zu mir festhalten. Ich sehe nichts. Komm rein. Scheiß Ziege! Blöde Ziege! Oh Mann, schau mal hin, ey. Wo hinken die? Blödes ja. Vieh. Das ist ein bisschen glitchy immer so, das Spiel. Oh, da drüben ist noch ein Fahrgeschäft. Die soll aufhören, mit der Zunge zu lecken. So, mit was soll sie denn sonst lecken? Die hat bestimmt. So, mir scheißegal. so, ja. Jetzt. Moment. Ah, mir wird schlecht. Ich fahr Karussell. Das ist ja alles ganz nett, aber irgendwie. Also, ich sitze jetzt auch da drin. Guck. Ja, und halt dich mal fest mit der Zunge, weil sonst fällst du. Mit E. E wie lecken. Ja, genau, auf dem Gamepad, ne? Du weißt doch, wo die Leckentaste ist. Ah! Ja, genau. Hat nichts genutzt. So das festhalten. Kackachterbahn, ey. Aber was mich auch interessiert, ist, ich habe entdeckt, dass da ein Hubschrauber rumfliegt. Und? Und da ist ein Hochhaus und da oben ist ein Hubschrauber und da werde ich jetzt hingehen. Ich will jetzt darauf. Ja, nehme ich doch mit. Es ist für die. Na, wieso denn? Ist doch für die Zuschauer ganz interessant, wenn wir beide was Unterschiedliches machen. Weil wenn wir dann, beide unterschiedlich versagen. Ja, weil dann können die nämlich. Hast du da eine Panik? Nö, ich mache jetzt hier. Warum brennst du? Ich will mich selber. Wie hast du das gemacht? Wo hast du das Feuer her? Juhu! Ich weiß nicht, was passiert denn jetzt. Du brennst. Ja, kann ich es auch ausmachen? Ach nee, ich kann so lange nicht sagen. Das ist ja total. Tollheit! Also, ich bilde mir ein, dass die erste Map ein bisschen übersichtlicher war. Ein bisschen klarer, was man da machen kann, so irgendwie. Ich habe keine Ahnung. Ich werde jetzt mal versuchen, auf das Hochhaus zu gehen. Du kannst ja mal schauen, ob du ein paar Menschen tötest oder was weiß ich auch immer. Nee. Ich will jetzt mal zu dem Hochhaus. Du kannst auch Autos in die Luft sprengen, ne? So, bam zum Beispiel hier, schau. Bam! Das hat mich aber ganz schön erwischt hier. Also so mit den Hörnern, ne? Ja, ja, ja. Nein, ich werde jetzt hier mal ein bisschen erkunden noch. Ich laufe mal ein bisschen rum. So, und ich werde mal kurz versuchen, auf diesen Scheiß, auf diesen Wolkenkratzer zu kommen. Da fliegt der Hubschrauber einmal los. Theoretisch, wenn man einen Felsbrocken findet oder sowas, dann kann man den auf die Autos schleudern und dann gehen die kaputt, wenn du Glück hast. Das gibt auch Punkte. Okay, das ist das Put-In-Hotel. Da gehe ich jetzt mal rein. Put-In. Pudding. Soll ich da hochlaufen oder was? Gibt's keinen Aufzug? Wie groß ist denn so eine Map? Ich weiß nicht. Uff, keine Ahnung, wie groß die jetzt in dem Fall ist. Kann ich jetzt hier bitte Aufzug fahren, oder? Oh, das geht automatisch, sehr schön. Dann geh ich jetzt einfach mal hier Richtung Tunnel. Eier mal in den Tunnel. Oh Mann, ey, ich bin in der Disco. Och Mann. Und dann mache ich jetzt eine lustige Travel? To the next area? Nee, jetzt will ich erstmal hier bleiben. Och Manno. Wo bist du denn? Ja, im Tunnel. Ach nicht so. Mehr raus. Oh! Hä? Boah, ich hab voll den Geheimgang bestimmt entdeckt. Ach toll, jetzt war ich da oben an der Disco. Hä? Ach, das geht da noch weiter. Ach nee, das ist doch die alte Map. Das ist die alte Map? Nee, da wollen wir nicht hin. Gut, dann gehen wir wieder zurück. Ja. Die kenne ich ja schon. Ist ja gut. Jetzt hoffe ich, dass ich wieder an der Disco bin, sonst werde ich sauer, ey. Ich glaube nicht, dass du in der Disco bist. Ach Menno, ich habe jetzt das extra so ausbaldobert. Ja, das kann ich doch nicht riechen. Mann, ey. Alter. Ja, alles von vorne. Na gut. Die Punkte sind auch null. Danke, Mone. Ja. Das hast du gefickt eingeschädelt. Ja, dann wissen die Leute Bescheid. Geht Spitze. Nicht in den Tunnel. Das habe ich nur für euch gemacht, Leute. Mann, ey. Mit dem Zorn vom Harald eingeheimt. Aua. Scheiße, eins aufs Maul gekriegt. So, okay. Tschüss. Oh, da ist eine Ziegenstatue. Und? Die werde ich jetzt besteigen und belecken. Ja. Tu dir nur keinen Zwang an, alles gut. Komm, ich will die Ziege zwischen den Beinen lecken. Warum geht das nicht? Blödes Spiel. So, mal hier Fahrrad fahren. Mal her. Und kacken. Okay, das geht nicht. Doch, Fahrradfahren soll gehen, das soll neu sein. Echt? Ja, ja, soll irgendwie gehen. Ja, wir sind am Ende dieser Episode, an dieser lustigen Ende-Episode. Am Ende dieser lustigen Episode. Das sind aber Mini-Tittchen, meine junge Frau, ne? Dafür stirbst du. Wenn es euch gefallen hat, was ich mir irgendwie gar nicht vorstellen kann, dann lasst uns ein Like da!
Und kommt das nächste Mal wieder. Ich mache noch ein zweites, eine zweite Runde mit der Mone. Ne? Genau. Ciao, ciao. Ciao.